Lange bleiben die Großrussinnen von den Lackierungsvarianten der DB verschont. Doch dann wird bei fälligen Untersuchungen umlackiert. Zuerst in Orientrot mit Latz. Trotz dem ungewohnten Aussehen wird der Faszination Ludmilla nichts genommen. Im Pegnitztal rollt ein Güterzug. Meine Damen und Herren, an Gleis 12. Bitte beachten Sie, Intercity Express 694 von Stuttgart nach Berlin Ostbahnhof, Abfahrt 12:25. Wir bitten um Verständnis. Nach und nach wird der gesamte Bestand dem Geschäftsbereich Güterverkehr übertragen. Auch die Einsätze vor dem Berlin-Warschau-Express enden. 2015 ist bei DB Fernverkehr endgültig Schluss. Im Laufe der Jahre geht der Bestand bei der DB immer weiter zurück. Anfang 2019 sind es weit weniger als 100 Loks der Baureihen 232 und 233. Immer mehr Sonderleistungen wie Umleiterverkehre stehen auf den Plänen. "233-662" durchfährt den Bahnhof Markt-Redwitz. Sie gehört zu 64 Loks, die ab 2002 im Werk Cottbus neue Motoren und eine komplette Modernisierung erhalten haben. Entstanden ist die neue Baureihe 233. Die alten Ordnungsnummern der Spenderloks haben sie behalten. Der neue Motor und der Umbau sorgen für eine erhebliche Senkung der Lärm- und Abgaswerte. Außerdem kann der Dieselverbrauch um fast 1 Liter pro Kilometer gesenkt werden. Bisher waren es 5 Liter auf 1 Kilometer. Verloren gegangen aber ist das typische Heulen und Singen. Inzwischen sind fast alle DB-Maschinen in Verkehrsrot mit weißem Warnbalken lackiert. Man hat sich daran gewöhnt. Auf nicht elektrifizierten Strecken sind die 3000 PS starken Loks scheinbar nicht verzichtbar. 233-314 wird gleich den Bahnhof Balberge erreichen.